2020 startet für uns direkt mit einem richtig besonderen Tag. Heute steht extrem viel, beziehungsweise die nächsten zwei Tage, das wird so ein Zusammenschnitt sein, sehr viel auf dem Programm, Freunde. Oh, jetzt sind, und ja, sind wir nämlich im SK-Training im Junior Cup am Stissel, powered by Mercedes-Benz, und parallel findet auch noch Mercedes-Benz Junior Cup statt. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da waren wir letztes Jahr, wo Rapid Wien gewonnen hat, Ennis hat da alles rasiert bei dem Hallenturnier. Parallel haben wir auch noch FIFA gezockt, und Fans da hinten. Ich würde auch sein. Ich habe so Gänsehaut bekommen wegen den Fans. Der war so krass. Oh, dein Typ war schon frech, gell? So, ja, einfach vorbeigegangen. Jetzt ein Ballrolle. Digga, der kommt an jedem vorbei. Der war so gut, Alter. Das Tor. Hopp. Ballrolle. Oh, geht doch vorbei. Nochmal zwei vorbei, was? Das war Finale, ne? Mit 1-0 vorne und mit diesem Zwischenstand gehen wir nicht in die Halbzeit. Und ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden jetzt gleich auch noch zu der AMG Drivers Experience gehen. Aber ich bin nicht alleine. Tone ist auch am Start. Bro, lest mal die Mannschaften vor, die heute alle da sind. Okay, komm. Stuttgart ist am Start, Manchester United, Rugby, dänische Mannschaft, glaube ich, Rapid Wien, Heidenheim, Union Berlin, Freiburg. Mach Prediction, wer gewinnt. Bis jetzt Rapid oder Stuttgart? Eine Mannschaft aus Belgien, ich glaube, die ist richtig cracked. Das war's. Und Rapid ist Titelverteidiger. Letztens, als ich auch beim MTU... Nur die 8? Hä? Okay, Man U könnte auch krass sein. Brøndby könnte auch krass sein. Ich glaube, die ist richtig cracked. Und Rapid ist Titelverteidiger. Letztens, als ich auch beim MTU war, hat Barcelona gegen eine belgische Mannschaft gespielt im Finale gegen Antwerpen. Also die sind auch 0,0 zu unterschätzen. Stuttgart, Heidenheim haben eine krasse Jugend. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein chilliges Zimmer am Start. Tone und ich haben gemeinsam... Heidenheim hat krasse Jugend? Serie gegönnt hier auf dem Bett vom iPad. Tone, mach mal den ersten Batchpunkt des Jahres. Ja. Den Programmpunkt fahren wir jetzt mit meinem GLE SUV. Da geil, Bro. Das ist immer so cool, wenn man das Auto anmacht, dann ist auch direkt das Mercedes-Benz-Logo auf dem Boden. So, Leute. Tone, das ist immer der Klassiker. Wischwasser nachfüllen. Das hab ich auch immer. Okay. Das neue Lied von Luciano scheppert so anders, Digga. So geil, ja. Da sehen wir auch schon den ersten kleinen Teambus von VfB Stuttgart. Nachwuchs an Bord. Ah, okay, Digga. Schau mal, da sind auch schon die ersten Shuttles. Mit denen hätten wir auch fahren können. Und da haben wir den EQS, Leute. Auch ich mach's doch auch. Ja, ist halt die S-Klasse von den EQ-Modellen, ne? Oh, da haben wir auch ein paar AMGs stehen. Größte Potenzial im Fußball. Neymar, erster Bestspieler der aller Zeiten gefühlt. Hätte er noch richtige... Erstens war sein Bild nach außen nicht so cool, wegen Schreiben und sowas. Der Mann war bestimmt so richtig viel feiern und so. Und es gibt, glaube ich, also ich finde sogar Neymar besser am Ball als Ronaldinho. Ich hab's gesagt. Ah, Tone mit denen. Alles gut, Pari, danke. Ich leiche dir euer Dank für 2 Jahre. Die werden wahrscheinlich gleich driften und so. Safe, safe. Ja? Oh yeah, da sind auch schon die ganzen Vereinswappen hier auf den Fahnen. Das haben sich hier mit so viel Liebe auch gemacht. Falls ihr letztes Jahr den Vlog verpasst habt, in die Halle, in den Glasplatz, passen ja auch mehrere tausend Zuschauer. Wir können jetzt schon mal ganz schnell in die Halle das erste Mal blicken. Oh geil, Digga, nachher werden wir dann da viel zocken, Freunde. Steht auch wieder ein Auto. Im Laufe des Tages wird es dann bestimmt immer mehr gefüllt. Vor allem dann morgen, wenn dann die ganzen Finalspiele hier sind. Leute, guck mal, was da jetzt gerade anfährt. Das ist der große Mannschaftsbus. Ich glaube, in dem kleinen waren nur ein paar Physios oder so drin. Bei uns geht es dann gleich hier los und die reisen einfach an wie die echten Profis. Ach, können wir reingehen, echt jetzt? Ach so, ist die Mannschaft gerade nicht mehr drin? Okay, danke für 4. Ach geil, Digga, kann ich kurz reinschauen. So. Ohne Schimmel. Nice, Digga, das ist ja richtig clean. Ne, man hat mein Mindset, ja. Ungefähr. Roten Sitze. Hier auch nochmal das Benz-Logo. Hinten ist immer der beste Platz, weil da kann man immer noch schön Karten spielen. Oder Mario Kart auf der Nintendo Switch. Ah, und hier sind auch noch mehrere Monitore. Dann können sich hier noch gemeinsam Fußball gucken. Auf diesen Holzteilen kann man sogar den Sitz noch genau einstellen. Auf der Ränge wird es auch immer voller. Hier ist dann der Hauptstream, wo die Kommentatoren sind. Und es spielt gerade jetzt Union Berlin gegen Freiburg. Das ist Louis. Oder? Oh, da gucken wir jetzt mal zu. Geil, Digga. Da habe ich Bock drauf. Der sieht aber auch richtig geil aus, ne? Hier sind die Pokale, Leute. Für beide Turniere. Einmal auf der Playstation und einmal quasi auf dem echten Rasen. Was hat denn der für heftige Felgen auch, Digga? Die kenne ich noch gar nicht. Hier, das ist der
EQE 53. Ah, okay. Ui, da ist einer mit Barca-Trikot. Zeig mal. Gabi, nice, nice. Ich komme gleich, ja, Jungs. Ich schau dich kurz. Da ist die Ersatzbank von den Freiburgern. Und wir stellen uns jetzt mal direkt hin, Leute. Freiburg gegen Union. Ich denke, die sind schon U19. Das heißt, dass da teilweise schon welche Profivertrag haben und so. Die wir wahrscheinlich demnächst auch sehen. U19 ist schon so ein Alter. Und es ist nicht U15. Wo man noch nicht weiß, okay, der wird so und so. Dann U19 sind schon fast Profis. Die sind 18 Jahre alt. Die können schon Profi spielen. Was geht? Manchester. Hast du bei dem Cup auch gespielt? Nö. Irgendwie war jeder Jahrgang da, außer unser. 98er Jahrgang war immer verflucht. Wir waren immer zu schlecht. Also von Hertha. Wir wurden immer gehasst. Alle wurden immer so Erster, Zweiter. Oder Erster wurde jeder. Und wir haben nie geschafft, so Meister zu werden in unseren Staffeln und so. Wir wurden immer gemobbt. Bei uns wurden auch nur 2 Profis. United hat das erste Spiel 4:1 gegen Union Berlin verloren, aber die Gruppenphase hat erst frisch begonnen. Morgen sind dann auch die ganzen Platzierungsspiele, aber es geht langsam auch schon immer mehr um die Wurst. Freiburg und 19 ist nicht Bundesliga, Leute. Abschuss. Oh, gute Parade. Ja, und es gibt, also schon mal. Oh, da wollte er mit der Hacke mitnehmen, habt ihr es gesehen? Was ist denn los? Okay. Ja, Leute, da merkt man sofort so einen riesigen körperlichen Unterschied. Oh, nächste Parade. Letztens waren wir auf dem U15-Turnier, Freunde, da war es auch schon sehr körperlich. Aber hier merkst du natürlich schon, dass die Jungs 3-4 Jahre älter sind. Geht richtig zur Sache. So, die sind auf dem Niveau wie Profis. Oh, ja, knapp über die Latte. Müssten. Gut behauptet. Nochmal spielen, ja. Oh, nein! Oh mein Gott! Hat. Schiri gibt nicht den Elfmeter. Jetzt hat er ihn rein. Oh mein ja. Gott. Ich hab übrigens 1-0 hinten, Leute. Ich hab das Tor verpasst von Freiburg. Dreht mal auf. Erhöhen sie jetzt aufs Zweite. Spiel rüber. Ja, gut. Und? Schwer. Oh, gutes Torwartspiel vom Keeper, dass er rausgekommen ist. Schaut mal an, was für eine Maschine der 21er ist von Union Berlin, Digga. Oh, geiler Pass. Oh, was ein Digga. Ja, was ein Pass, Alter. Oh, was ein Zuckerpass, aber ein geiler Pass. Oh, das hat er krass gemacht. Überdoppelte Bande. Was, war der drin? Der war drin. Boah, was für eine geile Vorarbeit. Erstmal geht er über Bande an dem einen. Davon dir wurde damals Profi, Momo und ich. Also Momo Čović und ich. Vorbei und dann spielt. Ja, er ist schon der Kennedy-Profi, Leute. Es ist Levis. Wie heißt er? Levis? Lewis? Er ist Levis. Levis. Spiel doch mal über Bande den Pass. Hast du tausendmal gesagt? Oh, Bruder, was ein geiler Assist. Ich denke auf Nature Type Shit, dann für den Zopf. In 2 Jahre. Jetzt hat. Wie kann man ein Eigentor machen? Ich schätze nicht. Ich habe noch nie ein Eigentor gemacht. Und das ist ja richtig kack. Ein richtiges Scheiß-Eigentor. Oh, Eigentor! Ich schätze nicht. Oh, wie unlucky. Er wollte es doch retten. 2:2. Zurück, zurück. Komm mal. Ja, guter Laufweg. Schönes, direktes Spiel. Minke, ich war Profi. Also bei Profis war ich Innenverteidiger. Wenn man so angeköpft wird oder so, oder aus kurzer Nähe oder so, dann verstehe ich das. Aber so beim Klären. Ausgespielt, wirklich. Wie der eine sich erstmal Zeit lässt, dann den Ball in die Mitte, der spielt direkt und dann lässt er nochmal direkt klatschen. Sofort Abschluss, also besser kannst du es nicht machen, Digga. Und da ist er. Da ist die Maschine, Leute. Schau mal, keine Chance für den anderen. L2, Lukaku. Und Schiri gibt das Foul. Ah! Weller dank für 2. Oh, die Beine! Oh, Torwart hält! Nein, nein, nein! Oh, nochmal nachfassen! Union Berlin dreht das Spiel gegen starke Freiburger. Gewinnt bereits ein zweites Game. Einer der Favoriten bis jetzt. Da hinten, Leute, ist der Zehner von den Belgiern. Der soll richtig krass sein und die spielen jetzt gegen Manchester United. Die müssen jetzt eigentlich schon gewinnen, weil sonst verlieren sie 2 am Stück. Ey, ich glaube, der war letztes Jahr schon dabei, aber da war der wahrscheinlich noch der jüngere Jahrgang. Der Kapitän von Man United hat aber auch ein bisschen was von Paul Scholes. Ja. Schieß, schieß, Digga. Oh, mit dem Chipball, Kopfball. Die Torhüter, ne, alle sind immer so crack. Ah, die Belgier ziehen sich erstmal zurück, Digga. Stehen da mit einem 3-2-System hinten drinnen. 3 Verteidiger und 2 davor. Engländer bauen es ruhig auf. Oh, mein Gott, Digga. Holz, Holz, Alter. Oh, der erste Touch und dann halb aus der Drehung haut er ihn rein. Das sieht so cool aus, wenn die ihre Trikots tragen. Leute, der Trainer von denen kaut so schnell den Kaugummi. Ich habe sowas noch nie gesehen, Digga. Die sind so elektrisiert hier. Oh,
bessere Zehner, gerade Leute, genau neben mir. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt den 1-0 Rückstand drehen in der zweiten Hälfte. Nummer 10, auffällige Haare, Handgelenktape. Der spielt bei Union St. Gras und trotzdem guckt Ederson zu. Anton weiß direkt, auf den muss man aufpassen. Zum Ball, zum Ball. Oh, nee. Ganz rüber. Oh mein Gott. Rechts und nochmal quer. Nee, selber. Ja, kleine Tore sind so undankbar, ne? Man kann gefühlt gar nicht zählen. Selber, Digga. Was war denn das für eine Aktion von ihm da? Über den Spieler drüber. Eieieiei. Gott sei Dank ist der nicht noch ein Tor draußen. Der hätte fast noch verkackt. Jetzt vielleicht. Tor. Ey, das ist gerade voll überraschend. Die spielen die Belgier an die Wand. Das nächste Tor für den Neuner. Besser. Voll überraschend, weil die Belgier sind eigentlich einer der Favoriten des Turniers. Und Man United hat das erste Mal gegen Union 4-1 verloren. Und jetzt gewinnen sie gegen andere Favoriten 4-0. Macht's alleine. Alles alleine. Schau mal, schau mal, schau mal. Er lässt sich nicht fallen. Boah. Boah, was eine Ballrolle. Oh, Alter. Das hätte auch ein. Boah, was eine Ballrolle. Oh, das hätte auch ein Tor verdient gehabt. Schade. Ey, diese Ballrolle müssen wir bitte nochmal in Slow-Mo einblenden. Die war ja so clean und smooth. Bro, diese Ballrolle müssen. Boah, was. Das Ding ist. Lass dich nicht fallen. Boah. So, ich dachte gerade, er wäre letzter Mann. Ich dachte, er geht als letzter Mann so ins Dribbling hier. Sehr spritzig. Boah, was eine Ballrolle. Oh, die war ja. Yeah. Das ist der ganze Staff von VfB. Ich glaube, die haben irgendwie 8 Mitarbeiter mitgebracht, inklusive Coaches, ihr eigenes Maskottchen. Das ist wirklich erstaunlich. Oh, 1-0, Leute, für das Team aus Dänemark. Wundert euch nicht, Freunde. Ich sag, die sind gut. Groß auflaufen. Das ist jetzt ein anderes. Aber ich glaube, die Stuttgart haben natürlich hier nochmal extra Motivation. Ist ja quasi für sie ein Heimspiel. Aber Stuttgart hat immer gute Jugend. Ja! Ja. Boah, gute Drehung, geile Bewegung. Nochmal mit einem Übersteiger nach selber. Boah, gute Drehung, geile Bewegung. Nochmal mit einem Übersteiger nach selber. Boah, gute Drehung, geile Bewegung. Er macht's perfekt. Aber er verteidigt, Digga, das ist nicht mal bei der Kreisliga so. Er macht einen Übersteiger, der Mann rennt drüber. Alter Schwede. Nochmal mit einem Übersteiger nach selber. Ja, predicted mach mal aber nicht. Man lässt eher die Mitte zu, weil nach außen kannst du danach immer noch. Da hast du immer noch ein bisschen Zeit. Normal der Pass zu machen, aber es ist schlecht gemacht. Da ist ein Klatschen. Oh, nochmal mit der Fitten. Ja, da ist er. Da ist der Benjamin. Ruhig. Kriegt er nochmal zurück. Ja, sich gut zurückerobert. Das Ding ist, oft sieht man so dann blöd aus, aber es ist einfach so. Das passiert in so Millisekunden, wo du dich entscheiden musst, ob du dann nach rechts gehst oder nach links oder du bleibst noch eine Sekunde mehr drin. Nach außen sieht es dann immer blöd aus, aber du musst so schnell schalten und da muss einfach so alles sitzen. Vielen Dank von Prime. Das ist echt schon gute Aggressivität dabei. Ja, was macht er denn? Das bin ich bei dir, der ich brauche. Das ist echt schon. Also ADS. Gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiui. Halt Nummer 10. Oh, okay, das ist gut. Vorbei. Ja, super. Alter. Oh, ah, nein. Schade, dass du nicht direkt abgeschlossen hast mit links. Aber Schiri gibt es Foul. Wo denn, Zedat? Wie hat der bitte noch sein Bein da reingestellt? Was ein Reflex. Legst du dann für 14 Monate. Kuss. Geil. Alter. Oh nein! Oh, das wäre traumhaft gewesen, Mann! Allein alles, wie das Tor schon angefangen hat, mit der Brustablage und dann noch mit der Hacke. Das macht so Bock, hier zuzuschauen, weil das Niveau einfach wieder so hoch ist. Jetzt zockt der Titelverteidiger Rapid Wien. Letztes Jahr hat Ennis hier alles auseinandergenommen. Ich mein, gegen den ersten FC Heidenheim. Beste Jugend in Meinung in Deutschland. Das ist schwer zu sagen. Also bei uns war immer Dortmund am besten. Hertha, Stuttgart, Schalke. Wolfsburg auch, aber es sind halt eher so nicht Spieler aus der Jugend, sondern so zusammengekauft mäßig. Leipzig auch immer gut, ja. Das gleiche wie bei Dings. Mainz war auch immer stabil. Köln, ja. Hoffenheim ging. Leverkusen, ne. 1860 ist stabil. Cottbus, nein. Gladbach, auch nicht so. Ja, Hamburg. Hamburg auch so gut, auch sehr gut, ja. St. Pauli ist auch stabil. Frankfurt auch, ja. Duisburg, nein. Also nicht auf dem Niveau wie die anderen.
Oh. Bayern nicht so. Ein blitzsauberer Konter von den Österreichern. Bayern war nie so richtig gut. Und zumindest. Junge, Junge, Junge. Die Rapida kontern aber auch eiskalt immer die Heidenheimer aus. Die sind immer drauf und dran, Tor zu schießen und dann zack, zack, die machen schnell eins. 3:0 wieder, meine Güte, die sind schon wieder so gut. Wir haben eben schon ein sehr feines Tor gemacht. Olé. Durch die Beine, Leute. Oh mein Gott. Okay. Oh, spielt rüber. Nein. Ah, leider nicht perfektes Zuspiel, aber jetzt trotzdem noch im Spiel und Tor. Alter, Digga. Ich weiß auch nicht, wieso. Rapid und Austria sind übertrieben gut. Panama, die haben es perfekt aufgenommen. Also kommen wir mal dran. 1:3, 3 Minuten noch Zeit. Tone, ich möchte mich dazu nicht äußern. Der Mann ist E-Sportler, okay? Alter. Ich schreibe so Mannschaften rein. Digga, Dresden ist so eine Mannschaft, die hast du in der U6, in der U17 oder nicht mal, wann die Bundesliga, keine Ahnung. Da fährst du hin mit Hertha und gibst den 6-0 und fährst wieder nach Hause. So war das. Also, das war so, ja. Osnabrück genauso. Da haben wir wirklich, da weiß ich sogar das Ergebnis, da haben wir wirklich 6-0 gewonnen. Gegen Anton Stach. Und Stefan Tigges. Gegen die haben wir gespielt. Die haben 6-0 auf den Sack bekommen. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also einfach immer so die Top 5 aus den jeweiligen Bundesliga-Staffeln sind so gut. Die anderen, da spürt man schon Unterschied, dass man die anderen fickt. So. Zitrone, Dankeschön für den Giftet-Kuss. Lautern. Also ihr müsst doch nicht sowas reinschreiben. Wenn wir mit Hertha gegen Lautern gespielt haben in der U19, dann gewinnen wir, keine Ahnung, 4-0 oder so. Wiesbaden, genauso. Kiel auch. Delay. Ah. Ich lasse jetzt sein. Also, ihr habt ja gehört, so die Top-Clubs halt, Mann. Bis 7-1 hinten, Digga. Bochum auch gut, ja. Bochum ist gut. Ah, okay, immerhin Luca. Elfmeter. Luca Modric. Ja, das 2:7, Bro, das bringt auch nicht so viel. Aber immerhin nicht 2:8. Bremen stabil. Und du nimmst Tone gerade komplett auseinander, was? Reicht jetzt. Alter. Also, mein Alter. Jahrgang, ne? Also, ist jeder Jahrgang natürlich unterschiedlich. Jetzt noch schnell das letzte Spiel an von Man United. Oh, Fehler. Was ein Fehler, Digga! Amen! Der Abstimmung her von der Hintermannschaft von Man United. 2:0 für die Freiburger gegen Man U. Das Gute ist, dass heute noch keine Mannschaft rausfliegt aus dem Turnier, sondern dass morgen noch beim Finaltag gut machen können. Gut. Nee, oder? Boah, ich dachte gerade, was noch ein Fehler. Jetzt wir haben Arme Money-Mode. Und Anschluss. Immer wenn ich Arme Mann singe, dann will ich im Chat Arme Mann. Für Man United. 2:1. Oh, traumhaft gespielt. Richtig geduldig und ruhig. Genauso muss man es machen. 3:1 Freiburg. Ja, also Freiburg fickt so Menü 3:1. Bitte nochmal die Hall of Fame, Leute. Joshua Kimmich war damals am Start mit dem VfB Stuttgart. Marcus Rashford, Leroy Sané noch zu Schalke-Zeiten. Nuri Sahin oder Benedikt Höwedes. Also fast jedes Jahr blockt hier eigentlich ein Star dann aus den Jugendmannschaften heraus. In den Block wollt ihr? Ah, Irman mit Barca-Jacke. Geil. Und du auch? Ui, nice. Sogar mit Shorts, ne? Sie jetzt, uns sind Trainer. Wir grüßen uns. Warum sieht Niveau so kacke aus? Leute, alle wollen in den Vlog. Jetzt seid ihr's. Und zeig mal deine Handyhülle wenigstens. Wasser, okay. Damit hast du dich qualifiziert. Ah, Digga, das sieht doch nice aus, ne? Mit Unterschrift. Was? Ja. Super. Nice. Kannst du reinnehmen, dass du das hier mal hast? Du bist schon drin, Bruder. Willst du nochmal drin? Sind. Du bist drin schon. Ich guck jetzt, wer das ist. The Big Ben. The Big Ben. Kannst du reinnehmen, dass du das hier mal hast? HDX. Jetzt Gebrühe. 1200 Abonnenten. 1112. Ein bisschen was gebracht. Ein Jahr The Big Ben HD. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir, The Big Ben HDX. Und ja Leute, heute ist eine besondere Folge. Nicht einfach eine normale Folge, sondern gestern habe ich ein Jahr YouTube gemacht. Heute ist schon praktisch ein Tag danach. Aber also ich mache jetzt schon über ein Jahr YouTube, Leute, und deswegen
wollte ich heute mal eine Runde Scrambled Guys spielen. Einfach mal so wieder. Ich hab nicht verstanden, was er sagen wollte. Beziehungsweise ich schon lange nicht mehr gemacht. Nein, er denkt, wir sind in 2005, Alter. Controller hier ran. Er ist die ganze Zeit im Shop. Er ist schon 8 Minuten im Shop. Digga, hat so viel zu erzählen. Das ist ein Skin, wo der keinen richtigen Körper hat. Zwei hässliche Arme und zwei Füße und ein cringes Gesicht. Hat das hier, ja, weiß ich jetzt nicht, aber hm. Der hat die Special Skins. Digga, 10 Minuten einfach nur geredet. Der hat auch diesen OP-Emote einfach. Und der ist erste Runde, glaube ich, rausgefallen. Und jetzt denke ich mal, wir gewinnen. Das ist gerade sein Bester. Aber da ist noch so ein PC. Er verliert, oder? Mit Mannschaft-Game. Und es ist eigentlich nicht, ehrlich sagen, das war eigentlich ein Game durchgesuchtet, Alter. Der hat dieses Game anders durchgesuchtet. Das ist mir ein schlechter Upload. Nein, Leute. Ja, okay, aber Leute, das war mit Tastatur, muss ehrlich sagen, das war eigentlich nicht möglich, kann man so sagen. Leute, das hat er so gekriegt. Und ist einfach uncut. NPC Star, safe. Noch eine Runde. Junge, du kannst mich mal, Alter. Digga, the Big Bang. Nein! Oh, Bro! Ah, scheiß drauf. Zweiter ist auch okay, Bro. Mal Dank für 13. Muss sein. Das war's mal wieder mit einer kleinen Runde von mir, The Big Man X, mit Stomach Eyes. Ja, das war auch unser eigentlich. Was war das? Von mir, The Big Man X mit Stomach Eyes. Ja, das war auch unser ein Jahr Special. Big Man X mit Stomach Eyes? Also Stomach Eyes. Schreibt sie in die Kommentare zu Stomach Eyes. Und wenn ihr wollt, dass wir nochmal in der normalen Version oder in der Version mit Tom zocken, lasst auch gerne Like und Abo da, also eine positive Bewertung. Und ja, ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag und ciao. Willkommen bei Minecraft. Wir machen weiter. Check den ab, Mann, Ding, Big Ben HDX, Mann, besser. Ups. Du bist schon drin, Bruder. Willst du nochmal drin? Du bist drin. Ah ja, hier ist er. Schon, ja. Danke. Okay. Hi, wir grüßen Kiki Bonbone. Hallo. Sieh mal doch kurz das Video. Fortnite. Interfans, okay. Für mich endet der erste Turniertag, Leute, mit Dinkel. Was ein trauriges Essen. Pasta und Parmesan. Ich bin genau gerade noch hier in den Katakomben, in der Kantine, wo auch die ganzen Spieler und Betreuer essen. By the way, Leute, vielen Dank für alle Glückwünsche zu meinem 27. Geburtstag. Ich hatte eine mega coole Zeit, Leute, in dem Spa-Hotel in den Bergen in Österreich. Hier, schaut mal, das war in der Sauna, man hatte einen richtig geilen Blick auch. Hier natürlich auch die Messi-Badehose war am Start. Guten Morgen, Leute, Turniertag Nummer 2. Ich war jetzt Ich weiß. Oh, der kommentiert. Peter Watzka? Daniele? Ja? Wo hast denn du dieses Mitarbeiterschild geklaut? Tja, Mitarbeiter des Jahres. Das ist frühmorgen los. Digga, das ist der aus dem Barca-Fanclub, Digga. Was macht der überall? Leute, ich habe gerade eben ein Spiel hier on stream kommentiert und Robert hat es tatsächlich geschafft hier ins Finale vom SK Gaming E-Junior Cup. Wahnsinn. Film am Start, Niklas. Also spannend, er hat noch Geil. Das Spiel sehen können. Da ist er, Leute. Schau mal, da ist der Vater von ihm, Freunde. Der ist so happy. Guck mal, wie er seinen Sohnemann unterstützt. Ey, oh mein Gott, was für süße Bilder. Wow. Digga, Wahnsinn. Ich hab grad mit der Turnierleitung hier gequatscht, Freunde. Zurück zum echten Fußball. Man United ist rausgeflogen und jetzt beginnt das erste Halbfinale. Zwischen dem Titelverteidiger Rapid Wien und VfB Stuttgart. Ich sag, Stuttgart macht es. Freunde. Stuttgart hat mir gefallen. Aber Rapid sind eigentlich die Besten. Bisschen Glück gehabt, aber auch davor den Ball. 22 gefällt mir. Nummer 9, Leute! Oh, macht direkt das Tor! Okay, wer war das? Und VfB Stuttgart, Freunde. Was ist das? 22. Oh, der macht das! Aus der Drehung! 1-0 für Rapid. Bisschen Glück gehabt, aber auch davor den Ball super abgeschirmt. Die Nummer 9, Leute! Amtierender U17 Europameister übrigens, mit dem Ausgleich. Elfmeter! Schiri gibt, oder 9 Meter hier, ne?
Alter, jetzt geht's hier Schlag 37 sieht aus wie Eidos. Er behält die Liga. Alter, das laut hier, aber auch geile Stimmung, Mann. Arena und Stuttgart, Stuttgart ist halt komplett voll. Ein Heim. Ui, 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 gut abgelegt. Über Bande! Nein. Oh. Oh, über Bande! Das ist 37. Das ist so ein Cheatcode in der Halle. Eidos! 1 zu 2. Das ist so eine Maschine, der Kapitän vom VfB. Ja. Sieht doch aus, schon auch wie... Oh! Yes! Stuti! Bin mal gespannt, wen wir von den Jungs in der Bundesliga sehen in den nächsten Jahren. Das Klatschen? Na, da passt er auf, der Österreicher. Boah, was für ein Tempo er mitnimmt! Boah, gute Grätsche aber auch. Und die Stuttgarter mit dem Ball gewinnen, kommen über Konter. Chat, wir haben mit Delay Sports am Wochenende auch unter dir. Gegen irgendwelche Oberligisten und so. Also wie nur mit Oberligisten. Über rechts. Er schießt selber. Schade. Man merkt, Leute, das Niveau ist jetzt hier sehr, sehr hoch schon im Halbfinale. Und lass uns mal sehen. Ja. Oh, verzögert er. Nein. Kein Foul, Schiri. Guter Spielfluss gerade. Oh, verzögert. Nein. Oh, nochmal gut gemacht. Eigentlich hat das fast verstolpert, aber dann doch noch wieder gut gemacht. Geht so. Ja, ja schon. Jetzt hat. Hey, das. Oh. Alter, sein Drama hier schon. Meine Güte. Oh, die Stuttgarter holen jetzt sogar einen zusätzlichen Feldspieler rein. Auf Risiko, obwohl es unentschieden steht. Oh mein Gott, was ein Abschluss. Holy Macaroni. Wer war das? Der Vierer, Digga, oder? Wir hatten früher eine Taktik. Abschluss. Beziehungsweise damals war es gängig. Sodass man so immer den Torwart fliegend gewechselt hat. Wenn wir den Ball hatten, dann ist unser Torwart rausgegangen und ein Spieler ist dahin gegangen. Und wenn wir den Ball verloren haben, ist der schnell rausgegangen und der Torwart ist reingegangen. Digga. Holy Macaroni! Wer war das? Der Vierer, oder? Boah, geile Bude! Oh, Ballverlust! Oh, wollen wir noch Fuß einstellen? Schaff's Handball nicht! Halt. Oh mein Gott, oh, gestrecktes Bein! Alter, was war denn das für eine Bewegung? Oh, sehr ja, die 22 ist übertrieben gut. Schaff's nicht! Oh, 22 Bude. Ist übertrieben gut. Oh, Ballverlust! Ich bin ein bisschen wie ich, immer mit Sohle und so. Schaff's nicht! Oh mein Gott, oh, gestrecktes Bein! Alter, was war denn das für eine Bewegung? Oh, sehr, sehr. Geiler Techniker. Kein Foul, sagt der Schiri. Kann Stuttgart die Vorentscheidung setzen? Oh ja, da ist Van der Sahne. Wieder geil gemacht hier von Benjamin. Borke, Nummer 10er mit der Vorarbeit. 5 zu 3. Das sollte reichen fürs Finale. 40 Sekunden, oder? Ich fasse es nicht, Leute. Das Finale läuft bereits hier schon beim E-Junior Cup. Und Robert führt nach Hin- und Rückspiel gerade 7 zu 2. Es kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Das gibt's nicht. Der deutsche Meister ist draußen. Andere E-Sportler rausgekickt. Digga, wir sind hier vielleicht dabei, wo ein, ich übertreibe nicht, ein krasseres Talent als vielleicht anders geboren wurde. Der ist noch jünger als anders damals. Und ich habe gerade erfahren, dass ich ihm den Pokal übergeben werde. Ey, das freut mich voll. Der hat sich auch noch über meinen Online-Qualifier qualifiziert, Digga. Und er ist ja auch voll der treue Zuschauer. Alter. So eine Geschichte. Digga, wie klein ist er noch? Das war's, Leute. Er hat's geschafft. Was für eine Geschichte, ich glaub's nicht. Fair Play. Robert! Vamos! Geil. Digga, der Mann macht mich einfach bestimmt so 8-0 kalt im FIFA. Jawohl! Nice Bild. GG's! Ich bin jetzt fast ins Training gekommen, gell? Also schon nach dem Halbfinale, weil ich in der Finale wurde, weil ich mich wirklich gefreut hab. Robert, herzlichen Glückwunsch! Robert! Opa! Jawohl! Hat er gegen Eidos und so gewonnen? Kann ich mal alleine halten. In der Zwischenzeit haben es die... Starten Sie dann für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Miona geschafft, im zweiten Halbfinale ist die Elisa nach der ersten Hälfte schon eine 3-0-Führung aufzubauen. Aber keine Sorge, das Finale werden wir uns dann wieder komplett gönnen. Ja, da ist auch Frust natürlich dabei bei den Freiburgern. Stuttgart wahrscheinlich dann gegen Union Berlin. Eine Halbzeit geht hier 9 Minuten. Also ganz ehrlich, Leute, selbst 3 Tore Rückstand kann man hier noch aufholen. Ich würde es doch nicht endgültig abschreiben. Union? Ein schönes Tor und dann glauben sie wieder dran. Union gegen Freiburg? Ja, wenn Union den Mercedes-Benz Cup holt, dann hat es ausgesehen. Nee. Ich fasse es nicht. Bitte ist das, bitte. Also ach, Stuttgart gewinnt dann safe, sag ich. Boah, Digga. Da tut der Spieler mir aber auch leid. Zum Union. Also Union war bei uns immer scheiße. 5-0. Also es war nicht mal wirklich ein Derby bei uns damals. Abstauber, genau, richtig. Da muss ein Stürmer stehen. Gut abgelegt, ja. Ganz entspannt zum 6-0. Lukaku, Leute.
Alter, was für einen Körper hat der Digga? Meine Güte, da hat man es in der Aufnahme perfekt sehen können. Ja, wen haben wir denn da, Leute? VfB-Legende Mario Gomez, auch zu Besuch. Bro, zeig mal deine Handyhülle. Wie cool ist denn die, Mann? Mit Ronaldo Messi. Ja, ja. Wieso sind da so viele Kinder, die zugucken? Die Lichter gehen aus hier in der Arena. Union Berlin trifft auf den VfB Stuttgart. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Turniervlogs. Vamos, chiquitos. Mir fällt auch gerade ein, demnächst spielt die U19 von Barcelona in der Youth League gegen FSV Mainz 05, Leute. Da könnten wir eigentlich auch mal hingehen und den Noah zuschauen, der ja auch U17 Weltmeister wurde. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch mal Bock habt auf einen Youth League Vlog. Zieht in die Mitte. Komm, Stuttgart. Einland, Stutti. Ja, guck mal, Trainer an. Man kann auch übertreiben. Man kann auch übertreiben, er geht auch Bande rauf. Ich würde sagen, in Anfangsminuten gefällt mir Stuttgart eigentlich. Das ist schon ein richtig prestigeträchtiges Turnier, muss man sagen. Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass hier nur acht Mannschaften mitmachen. Ich dachte, es sind so 4-4er-Gruppen immerhin oder so. Die nicht besser, aber die Unioner haben gezeigt. Vor allem im Halbfinale, was sie drauf haben. Und auch davor gegen Teams wie Manchester United auch gewonnen. Schöne Auftaktbewegung hier vom 21er. Ja, aber auch gut dagegen gehalten. Hier von den Schwaben. Ja. Hält er den Fuß irgendwie rein. Können sich befreien mit dem Befreiungsschlag. Nein. Wird eingeladen. Oder wieder mit dem Ballgewinn. Oh, jetzt hat... Probieren Sie es mit Gewalt über die Bande. Okay. Einfach mal Abschluss. Oh, ein bisschen leichte Unsicherheit. Im Nachschuss. Oh, nein. Oh, das macht er geil, der Neuner. Oh, war in dem zweiten Versuch fast. Oh, war überragend verteidigt von den Hauptstädtern. Da liegt einer noch am Boden. Schiri unterbricht noch nicht das Spiel jetzt. Hat. Jetzt passiert. Komm! Oh, Alan Stuttgart! Meine Güte, die Torhüter hier, beide on point. Weniger als 3 Minuten noch zu gehen. Wird das Finale in der regulären Spielzeit entschieden oder nicht? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Duell. Guter Ball. Ja. Ja. Und quer. Jetzt hat! Was eine schöne Bude! Der Ball wieder vom Zehner, meiner Meinung nach. Quasi der Pre-Assist war ausschlaggebend, aber dann auch über die Bande wieder fein gemacht. Genau so muss er es machen. Besser kannst du es nicht spielen hier. Und niemals vergessen. Ja, macht er gut. Körper rein, ja, perfekt. Er macht selber fast. Oh, schade, Mann. 100 Sekunden noch. Union probiert es jetzt für die letzte Minute noch mit dem zusätzlichen sechsten Feldspieler. Außen. Oh, oh Gott. Schlecht. Boah, macht er geil. Abschluss. Aus. Ja. Oh, Tor ist frei. Ja. Boah, macht er gut, Alter. Wie er den noch braucht. Jetzt fehlt einer. 5 gegen 3. 30 Sekunden noch. Digga, alle dürfen über die Mitte gehen hier. Rüber. Oh. Oh, mein Gott. Digga, wie kann er hier nicht rüberspielen? Union mit einem Mann mehr. Jetzt ihn hier anspielen. Zack. Und er ist frei. Oh. Oh, mein Gott. Tor ist frei. Oh. Schnell, er muss fallen. 8 Sekunden noch. Es muss so schnell gehen. Fall nicht. Husch. Das war's. Stuttgart gewinnt. Alter, Walter. Den Mercedes-Benz Junior Cup 2024. Herzlichen Glückwunsch. Warte, ich geh auch mal aufs Feld. Das sind doch Emotionen, Freunde. Schau mal, wie sehr sie sich freuen. Geil. Fix und fertig, Mann. Haben sie sich verdient? U-N-V-S-U. Der Kapitän wird direkt hier von Sport1 interviewt. Capitano, ja? Glückwunsch. Hey, danke. Glückwunsch. Ja? Glückwunsch. Das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, euch konnte dieses Video unterhalten. Es läuft sogar auf Dings. Auf DSF, also Sport1, oder? Vielen Dank auch nochmal für die Kooperation, für die Einladung an Mercedes-Benz. Natürlich auch an SK Gaming. War ein richtig geiles Wochenende. Ja, DSF, ich bin ein alter Mann. Was ist so ein klassisches Berliner Derby in der Jugend? Gegen TB, wenn schon. Also Union war wirklich nicht konkurrenzfähig. Union, Victoria, nee, Victoria auch nicht. TB. Haut rein, bis zum nächsten Mal. DSF Sportclips. Okay.